Sag mal, wofür habe ich denn auf fünffach gestellt die Ausbeute? Wenn du hier 30 Steine rausknüppelst. Das reicht doch vollkommen aus. Ja, von Anfang ja. Besser als 2 oder 3. Das ist so. Ich habe zu Keks schon mal gesagt, irgendwann müssen wir mal arg mal richtig in Vanilla spielen, ohne Mods, ohne alles. Ohne Boah, Taming. Nee. Einfach so, wie wir früher mal gespielt haben. Weißt du, dann haben wir komplette Nacht gebraucht für einen Schuss scheiß Holzhaus. Jetzt fehlen mir wieder Phasen. Mann, warum verwechsel ich denn immer WASD mit E? Meine Fresse. Nicht mein Tag heute. Das habe ich auch mal gemacht. Aber die Zeiten sind rum. Ja, klar. Und so komplett ohne Mods, ohne alles. Ich sag mal, heute ohne S-Plus-Mods, sind wir mal ehrlich. Aua. Entschuldigung. Macht nix. Da kam Raffi. Ja, komm. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich hab Bolas und ich hab Dings. Steinpfeile und Bogen. Wenn du mit dem Speer noch drauf einknüppelst, die knüppeln wir nieder. Ah, da bist du. Ich seh dich. Zieh ihn zu mir. Bring ihn zu mir. Nee, der hat mich ja noch nicht getargetet. Hast du Bolas oder einen Bogen? Ich hab Speere. 7 Stück. Ich könnte ja eigentlich einen Bogen bauen. Du könntest mir auch einen Bogen bauen. Aber ich kann auch nicht mal Pfeile bauen, also. Das macht nichts, dann gebe ich dir ein paar. Das kann ich alles bauen. Ich brauche nur ein bisschen Holz und ein bisschen. Ab wann gibt's den Bogen? Oh Gott. Wenn Stufe 10 dann war, dann könnte ich noch schnell was machen. Dann ich weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nämlich schon Mortal gebaut, dann baue ich jetzt noch Kisten. Ich bin überladen. Du bist überladen. Ja. Ich habe noch nicht einen Punkt auf Gewicht geskillt, das ist das Problem gerade. Ich mach mal Knüppelkeule. Ich brauche mal Phasen, und zwar gar nicht wenig. Du warnst mich vor, wo der Rabbi ist, nicht, dass der von hinten kommt. Nee, der kommt jetzt aus meiner Richtung, alles gut. Dann baue ich dir einen Bogen. Für Pfeile brauche ich Fasern, Feuerstein und Stroh. Kann ich dir geben. Wenn ich hier nicht gerade runterrutschen würde. Komm mal her. Was brauchst du? Fasern, Feuersteine? Eigentlich brauche ich nur Feuerstein. Da, 40 Stück. Das reicht. Ey. So. Nee. Ey, ich bin gleich Level ab. Den Bogen gibt es ab Löffel 10, ja. Ich setze jetzt mal. So, ich habe jetzt erstmal 200 Leben, das reicht erstmal. Dann können wir gleich aus Holz bauen fast. So, ich habe ihn. Geh mal weg hier. 85 Pfeile, dann gebe ich dir die Hälfte. Bitteschön. Mhm. Bitteschön. So, gebe ich jetzt auch ein bisschen. Oh, jetzt kann ich Pfeile und Bogen bauen. Auch gut. Macht nix. Nee, dann. Dann baust du sie. Du wirst sie sowieso noch oft genug bauen müssen. Fuck! Was frisst du da? Das waren die falschen Pilze. Narkopilze. Aha. Könnte passieren, dass ich gleich liege. Ich versuche mal gegen zu pumpen. Ich habe noch 3 Stimberries, vielleicht reicht's. Ein bisschen geht mein Torpo hoch. Ich habe noch 53 Stimberries, also. So. Wollen wir? Rappi? Ja, gleich, warte, ich bin noch voll im Gott, bin ich schnell. Was kann ich hier? Ich weiß erstmal die Dinger hier raus. Welches Level war der Rappi ich denn? Keine Ahnung. Wie gesagt, der kam nur auf mich zugelaufen. Können wir ein Fernglas bauen? Ich brauche erstmal eine Rüstung. Fasern. Bogen brauche ich erstmal so. Fasern ohne Ende. Bogen hast du mir gegeben, aber keine Pfeile. Okay. Doch, ich glaube, ich dir Pfeile gegeben. Ich sehe da nichts. Irgendwas ist da hinter mir und zischt. Ja. Jetzt kann ich mich bewegen. Weg hier! Ja, ding! Nicht jetzt. Wir sollten uns halt wirklich mal eine kleine 1x1 Hütte bauen. Einfach nur. Ja, super. Hast du Fackel? Ja. Gut, da müssen wir mal den Insektenschwamm damit vertreiben. Ich komme mal zu dir.
Weil damit kannst du sie relativ effektiv machen. Aua. Danke. Hab ich dich auch angefangen? Nein, du hast mir. Das waren die Viecher. Alles gut. Ich baue mir auch mal schnell eine. Super. Zerfällt der Stein hier. Sag mal! Den Stein, den ich antatsche, geht kaputt. Ich habe einen schwarzen Daumen, glaube ich. Ein bisschen. Meiner hält irgendwie lange und das ist ein Mini-Stein. Ich glaube, die habe ich vorher schon einmal angeklopft gehabt. So. Ich will jetzt erstmal Pfeile bauen. Ich habe dir eigentlich 40 Stück gegeben. Weil ich selber hatte nämlich über 80. Leider keiner, vielleicht liegen die ja noch irgendwo. Aber vielleicht sind die jetzt auch schon weg. Mm-mm, so schnell geht das nicht. Die liegen da wahrscheinlich dann noch. Hier, so ein Wasserschlauch. Ich weiß nicht mehr genau wo. Und diesmal bin ich mit dem Essen vorbereitet in dem Fall, weil die Schokomilch, die macht ja so ein bisschen Magenruhigen. Das ist cool. Wollen ja bei das mir rumblummern, weil laktoseintolerant, aber scheiß drauf. Dass wir heute sozusagen einmal zum Release, fast zur Release-Woche einmal mal durchziehen können, oder was? Wie hast du das gedacht? Cool. Ja. Sehr schön. Ja, Uwe, das ist übrigens die Kari. Wahrscheinlich, meistens sind wir zu dritt, aber meistens wahrscheinlich sind wir im Moment zu zweit, weil Keks ist relativ verplant. Ich habe mit ihr auch schon mal drüber gesprochen vorhin, einmal kurz, bevor wir online gegangen sind. Ach, das ist der, von dem du mir erzählt hast, genau. Der Uwe. Genau. Ah, okay. Hallo Uwe. Wenn ihr wollt, können wir, sobald wir uns hier ein bisschen eingespielt und selber ein Bild machen, weil ihr seid ja deutlich weiter als wir, von uns aus gerne. Es macht bestimmt Spaß dann auch zu fünft oder zu sechst. Ja, dann ich glaube, das macht ein bisschen mehr Stimmung, als nur wie wir hier beide, die am Rumblecken sind. Das wird, glaube ich, auch bei Uwe nicht anders sein. Aber ich sag's halt so, also jedenfalls von mir aus, ich kann halt... Ja, klar, es ist leichter. Also ich sag so, ich bin flexibel, ich kann auch mehrfach in der Woche. Bei Kari weiß ich nicht so genau, wie es da zeittechnisch aussieht. Hauptsache, dass wir dann... Freitag, Samstag. Ja. Weil ich darf immer sehr früh aufstehen. Mhm. So, ich hole mir noch einmal Wasser. Und du weißt, durch meinen geschundenen Körper ist das gut, wenn ich mal ein bisschen länger schlafen kann. Ja, alles gut. Weil wenn der Rappi nämlich hoch ist, dann würde ich sagen, dann zählen wir uns den einfach mal. Rappi kann man zwillen, ne? Ich hab das auch und ich habe Knüppel gemacht, 3 Stück. Also ich kann gut auf ihn einkloppen. Ja, das ist ja nur einmal die Woche reicht das Dicke. Ja, bei uns wäre es halt so, bei uns würde der Server quasi aber auch nur laufen, wenn wir streamen. Ja. Aber wir können ja auch rein theoretisch machen, dass wir dann mal zu euch rüberkommen und ihr mal zu uns. Ne? Wenn wir nur mal so abends mal eine Runde zocken wollen oder so, das spricht ja auch nichts gegen. Also von mir aus. Stroh. Hast du Stroh? 10 Stück. Machst du mal? Ja, ich hab schon. Komm mal zu mir. Aber hinter mir bitte nicht, dass ich dich erwische. Nee, du erwischst nicht. Ich hab Friendly Fire aus. Achso. Los. Nee, noch nicht. Jetzt. Jetzt frage ich mich halt gerade, wenn du jetzt eine kleine Strohe da hast, greifen die dann die Hütte an oder ignorieren die dich dann? Meine Fackel ist kaputt. Ja, meine auch. Und ich habe kein... Ich kann mich nicht bewegen, ich habe kein Stroh. Ich bin vergiftet? Ja, das auch. Mein Gott, die sehen ja geil aus. Ich schmeiß mir mal eben mein Holz hier hin. Alter, bin ich denn so überlegt? Hast du eine Zwille selber? Zwille? Zwille, Holzknüppel. Ja, also hier eine Steinschleuder. Ja, hab ich. Also kann ich bauen, sagen wir so. Weil ich würde sagen, wir bohlen den Rappi erstmal, nähern uns dann vorsichtig, welches Level er hat, und dann würde ich sagen, setzen wir ihn außer Gefecht. Bloß ich weiß nicht, Rappi niederknüppeln? Nee. Steinschleuder schon. Warte mal, ich brauche erstmal Staro. Ich brauche erstmal. Was ist denn hier los? Hast du auch so Probleme mit dem Stamina regenerieren? Das ist irgendwie bei dir überhaupt so gefühlt. Ja, das ist wegen die Viecher hier gerade. Achso, das kann sein. Oh, nee. Wo ist jetzt mein Holz? So, ich mach mir schnell eine Fackel. Schon unterwegs. Ja, aber das ist echt nervig hier. Und vor allem dann so ein hohes Level und dann ist jedes Mal das Dings kaputt. Geht's? Wo ist denn mein Holz? Ich weiß es nicht. Hier. Tech Glass. Cool. Hat sich also doch weiterentwickelt, die Mod.
Ja, Uwe, ich hab dir übrigens gestern, glaube ich mal, wenn du es warst, habe ich dir mal eine Freundschaftsanfrage auf Steam geschickt, ne? Alter, also hast du die Viecher mal gesehen, wie die aussehen, wenn sie hier am Boden liegen? Ja, es sehen aus wie kleine fliegende Seepferdchen. Aber ehrlich, ich mach mal einen Screen. Ich pack mal die Dings weg. Bisschen Zeit, so viel Zeit muss sein. Zerleg das Ding. Oh. Kann ich Holzdings bauen? Oh, gut. Zerleg das. Denn halt nicht. Da! Ah! Oh Gott, deine Fackel spiegelt sich gerade so volle Leute wieder. Hast du ein Bett gebaut? Oder? Nee. Könnten wir aber eigentlich mal machen, ne? Ja, jetzt hier sofort. Ja, klar. Ich kann ja rein theoretisch auch ein paar Wände drumherum zimmern. Warte mal, drei Wände. Okay, eine. Was fehlt? Achtung, kommt der nächste. Machst du dir deinen ersten Unterschlupf? Ja, ich mache mir meinen ersten Unterschlupf, Helena. Ich würde sagen, dass wir uns einfach vor dem Fliegen so ein bisschen schützen können. Hm. Einfach mal es versuchen. Oh, da kommen sie. Ja. Du meinst, hier fliegen ein Seepferdchen? Ja. Okay. Einfach nur, dass wir es versuchen. Weil von Capro und so schützt uns Stroh sowieso nicht. Da schützt uns selbst Holz noch nicht wirklich. Nee. Da müssten wir uns dann nach und nach. Mir fehlt Strom, mir fehlen Fasern. Die Fasern sind hier. Fasern hast du? Dann gib her. Nee, hier. Dann sammel du Fasern, ich sammel Stroh. Machen wir Arbeitsteilung. Ja. Das oder so. Wir brauchen nur so ein Fresschen. Also ich zumindest. Ich hab rohes Fleisch. Wenn wir ein Lagerfeuer bauen, können wir schon mal anschmeißen. Hast du hier reingekackt? Nein. Oh, die Sonne geht langsam wieder auf. Gott sei Dank. Geben Scheiß hier überladen. Dann würde ich sagen, ja, mache ich die Feuerstelle auch gleich mal. Das ist das normale Lagerfeuer. Ich hätte gerne das Superstructures. Ich sage bewusst nicht die Abkürzung. Ihr seht's alle, warum ich es nicht sage. Wegen dem SS, genau. Ich mach da mal 20. Ja, jetzt habe ich 114 Fasern, aber ich kann mich kaum bewegen. Das macht nichts. So, ich würde sagen, wir machen hier den Eingang, weil wir hier ein bisschen Schutz haben, weil wir dann rein theoretisch. Ne? Ja. Dann gib mir mal die Fasern bitte. Oder willst du selber craften? Ne, mach ruhig, warte, ich gebe dir es gleich. Genau, dann packst du in die Kiste. Und eigentlich immer darauf achten, dass du die SS-Sachen baust und nicht die normalen. Huh. Huh, hast du daneben gelegt. So, jetzt ist mein ganzer Scheiß hier rein. Ja. So. Meine Pfeile hätte ich aber schon gerne noch. Für meine 45 Pfeile hier. So. Bisschen schief. Egal. Ja. Ist ja egal, aber Hauptsache ist ein bisschen näher dran. Oh, wir haben schon Mörser, sehr schön. Ja, ich habe schon zwei gebaut. Hatte Langeweile. Ist das ein normaler? Nee, es ist der gute. Ich find's eigentlich schade, ich muss mich damit mal beschäftigen mit der Ini, das können wir eigentlich auch mal zusammen machen, wenn du mal Nachmittag Langeweile haben solltest. Dass wir die ganz normalen Sachen aus der Ini abschalten. Dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, die normalen Sachen zu bauen. Ach so, meinst du das ja? Ja. So, wie viele Wände brauchen wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 Wände noch. Ich hab Stroh. Liegt in der zweiten Kiste. Sehr schön. Stroh habe ich schon. Normale Betten sind besser. Findest du? Finde ich jetzt nicht. Also ich finde die normalen, die Superstructures, kann man ineinander bauen. Ja, okay. Ich sag mal, wir sind jetzt nicht so die PvPler. Also wir sind eher die PvEler. Von daher ist das bei uns eigentlich relativ irrelevant. Ich höre schon wieder die Viecher. Ich noch nicht. Doch, da oben. Aber die kommen nicht runter. Bin auf dem Weg. Ich habe übrigens noch zwei Kisten, ja. Ja. Alles gut. Zack. Brauchst du Holz? Nö, alles gut. Okay, ich packe es trotzdem hier rein. 119 Holz und 180. Jetzt kommen sie aber.
Wir könnten natürlich auch gucken, was der Stego da für ein Level hat. Wenn der ein kleines Level hat, dann haben wir wenigstens was zum Tanken. Den kann man zwar nicht bowlen und dabei werden wir wahrscheinlich auch Pfeile verbauen. Jetzt kommen sie ja. Komm hier aber nicht rein. Nee, ich will ja auch nicht rein, aber ich will nur. Nein, aber die meine Viecher kommen ja auch nicht rein. Meine ich. Das heißt, das Haus bietet uns tatsächlich, selbst obwohl es noch kein Dach hat, einen gewissen Unterschlupf. Die geben Fleisch und Tier. Ich weiß. Ich glaube, wo ich mein Fleisch her habe. Fuck. Wo hast du gesagt, hast du Stroh? Du hast die Tür gebaut. Ah, hier. Alles in der zweiten Kiste. In der zweiten. Oha, ja. Sehr schön. Achso, warte mal, ich wollte mir noch eben noch meine Fackel bauen. Mal inner und Ding hier mal reparieren. Auch reparieren. Ich mach das mal so, dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz, wenn ich ein Schrägdach baue. Dann haben wir im Haus ein bisschen mehr Höhe. Bisschen gescheiter Arbeitshöhe. Ich liebe dieses Bausystem. Nicht so. Dreimal darfst du raten, wo er die Schrägwand gerade platziert hat. Nicht da, wo ich sie haben wollte. Hier. Steckt sie drin, guck mal genau hin. Vielleicht können wir was essen. Da steht. So, ich guck mal nach, warte. 15. Den könnten wir mal 10, aber dafür brauchen wir dann auf jeden Fall Pfeile, ne? Sprich, Bogen ist nicht so das Problem, aber wir brauchen Betäubungsmittel. Narkus ist hier nicht so das Problem, Gammelfleisch ist das Problem. Kannst vergessen, wir müssen uns das Kleines nehmen, was wir niederknüppeln können. Sollen wir erstmal nochmal Fasern und sowas? Ei. Fasern. Job. Ist hier gerade echt ein bisschen friedlich, ne? So ganz gut so. Gott sei Dank, ja. Das Problem ist, wenn wir ins Stego, wir müssten jetzt Stego sowieso erst ein Stück vom Haus so ein bisschen weglocken, weil sonst macht der einmal zack und dann liegt das Haus. Oder wir bringen den Stego um, bunkern so ein bisschen das Fleisch und ja. Das könnten wir auch machen. Der ist Level 15, ne? Aber den kann man nicht bowlen, aber mit dem Bogen auf Distanz. Ich könnte ihn anlocken und dann weglocken. Ich habe da eine Position etwas leicht erhöht. Und warte auf wenigstens, bis ich das Haus fertig habe. Damit ich dich unterstütze. Ja, alles gut. Muss so ein bisschen von ihm wegkommen. Oh, scheiße. Vieh ist zu groß. Der ist bloß Level 15. Mit zu groß meine ich, er kommt zu schnell durchs Wasser. Aua. Ich habe keine Dings mehr. Keine Speere. Sollst du auch den Bogen nehmen? Er hängt fest. Jetzt bloß nicht bewegen. Oh, er liegt. Warte, ich hol Fleisch raus. Ja, du. Krieg noch ein bisschen Leder oder ein bisschen Keratin. Ist gar nicht schlecht. Das war doch easy. Ja, ich hatte ja auch nur dreimal erwischt. So. Mich nicht einmal. Keine. Alter. Gar noch ein Level gekriegt dabei. So, war hier eine kleine Strohhütte, siehst du mal. Ja. Diese Türen. Sie gehen automatisch auf, wir wissen es. Trotzdem renne ich immer dagegen. Ich hab Pilzholz.
So. Und Fleisch hier bunkern. Samen, Bärchens. Apropos, ein bisschen Fleisch haben wir ja auch hier mittlerweile im Lagerfeuer. 15 Stücke nehme ich mir mal weg. Rest kannst du nachher. Ich habe schon ein bisschen was so. Fasern, Holz. So, ich würde einfach sagen, ich habe auch noch 70. Hier sind noch irgendwie 36 sind drin. Ich packe hier in die. Müssen hier die Kisten mal sortieren. Mache ich gerade schon. Lass uns mal. Bau mal keine Kisten mehr und sortieren wir auch noch nicht. Ich baue mal drei Dingskisten, drei SS-Kisten, die kannst du übereinander stapeln. Ja. Dann nehmen sie weniger Platz weg. Dann hole ich einfach hier das ganze Zeug wieder raus und kann die ja schon mal kaputt machen. Dafür brauche ich Fasern, Holz und Stroh. Ja, ist hier in der zweiten Kiste drin. Oh, Pilzholz. Cool. Ja, hast du noch Stroh. 300 Fasern? Ich habe aber das Dings. Nee, ich habe alles gut. Ich habe aber das Dings Limit eigentlich nicht erhöht. Also wir haben die ganz normale Stack Size. Oh, kannst alle abreißen. Ich baue gerade 4. Jo, ist alles abgerissen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich auch nicht. Kann ich nochmal kurz was trinken? Jo, mache ich auch mal. Wie lange sind wir schon on? 1,5 Stunden. Ja, haben wir schon ein bisschen was geschafft. Ja, 120.000 Mal gestorben und eine Strohhütte. Ist total easy. Hallo, I'm Rachel Lane, a fractal personality designed to be your guide. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm doing this too. Survivor, we gotta go.